Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei Kingdoms and Castles hier in Druffborstel. Ja, hier sind wir wieder und ich habe noch auf Pause geschaltet. Und vor meinem Fenster fahren gerade Polizeiwagen längs, deswegen, falls ihr was hört, das ist der Grund. So, ich weiß gar nicht mehr, was unser Plan jetzt hier überhaupt war. Wir wollten natürlich irgendwann unsere City verteidigen. Das ist ja mal ganz logisch. Allerdings ist natürlich auch wiederum die Frage, wie wir das machen. Wir haben 112 Betten und 87 Leute, die hier sind. Ah ja, wir bauen hier oben die großen Farmdinger und an sich haben wir hier... Was haben wir denn? Ich muss mich erstmal wieder eingewöhnen hier in die Situation, wie sie hier ist. Ganz geil wäre es, wenn wir hier eigentlich noch... da kommen wir gar nicht ran, ne? Theoretisch. Wenn wir hier so ein Industry-Dings... Können wir gar nicht hinbauen. Das ist ja blöd. Also hier schon... Müssen wir ja vielleicht nochmal eine Straße bauen. Ich bin wieder komplett überfordert, was das angeht hier mit den... Dingern hier. Und dann können wir hier nochmal so ein... So ein Teil hinpflanzen, dann kriegen wir noch mehr Steine. Und 1, 2, 3 Steine, Produktionsgebäude und 3 Forester. Jetzt haben wir das natürlich direkt hier reingebaut. Aber egal. Muss er jetzt mit leben. Wie gesagt, wir können auch hier noch einen hinsetzen an sich. Theoretisch. Dann haben wir jetzt keine Idle Villager hier wieder. Ah, doch. Scheinbar genug, um da noch was zu machen. Und die Dinger müsste man eigentlich auch wegkriegen mit dem Ding hier wahrscheinlich. Nicht so einfach. Nicht so einfach. Also wir haben ganz viel Holzkohle, ein bisschen Holz, relativ viel Stein und Nahrung geht auch noch klar. Hoffentlich auch noch eine längere Zeit, sonst haben wir ein Problem. Hier können wir auch noch so ein Teil hinbauen. Wir können ganz viele von diesen hier so eins hinbauen. Dann können wir auch hier noch so großartig ja, richtig viele noch machen. Schön an der Ecke. Also das ist unser nächster Plan vielleicht. Oder nicht nächster Plan, sondern der erweiterte Schlachtplan, weil dann können wir vielleicht die kleinen Dinger weglassen. Dann laufen wir auch keine Gefahr, dass die irgendwann im Arsch sind. So. Jetzt haben wir bestimmt keine Leute mehr, die irgendwie frei sind, um was zu machen. Da ist ein Worker jetzt drin. Noch geht's ja. Ich bin ja fast davon überzeugt, dass sobald ich die erste Verteidigungsanlage baue... Oh, Hilfe! Congratulations! Druffborstel is now a burgeoning town. 100 souls look to you for leadership. Geil. Und wahrscheinlich kommen jetzt die Gegner. Deswegen, wir müssen jetzt mal vielleicht ein bisschen Geld sparen, beziehungsweise ein bisschen Holz sparen. Dafür will ich ja fast nochmal einen neuen Forester bauen. Irgendwo. Wo es gerade so geht. Hier wäre ganz geil, so. Da kommen wir nicht hin, weil da stehen nur Häuser, noch Bäume im Weg. Oh, wobei hier, perfekt, wunderbar. Bauen wir hier noch einen Forester mit hin. Dann kriegen wir Holz. Mein lieber Herr Gesangsverein. Die haben natürlich einen hohen Output, ne?
118 kriegen wir von Farmen und 62 von Orchards bisher. Und wir haben auch die Dinger noch. Die sind, glaube ich, noch nicht drin mit in einem Jahr. Und die werden ja auch noch gebaut hier. Beziehungsweise werden auch noch, naja, verarbeitet. Kann ich noch mit hier hin bauen? Wahrscheinlich sind die dann unzufrieden, weil sie hier Charcoal bekommen. Ach, guck mal hier, P zum N, Grüße an dich. Hallo, ist das eine Aufnahme? Ja, ist es. Siehst du, diesmal habe ich es tatsächlich mit Absicht nicht ausgeschaltet. Ich habe zwar die Information, dass wenn jemand ein Spiel startet, dass die dann aus ist. Allerdings habe ich nicht ausgeschaltet, dass wenn man mir eine Nachricht schreibt, weil ich irgendwie mit sowas gerechnet hatte. Deswegen kann man schön hier Grüße verteilen. Der Pizzoman ist ein feister Bubi. Das ist ein guter Typ. Der macht auch gute Musik. Ein wenig Sprechgesang, wie man das so nennt. Wenn man verkappt ist und irgendwie so halb tot oder so, dann sagt man Sprechgesang. Oh oh. Dragon sighted. Oh Gott. Bitte töte uns nicht. Fingers crossed, dass hier nichts passiert. Ja, wahrscheinlich, der fickt uns jetzt einfach. Ah? Oh oh. Er chillt jetzt über meiner Mauer. Aber. Macht er jetzt auch was? Bitte tu mir nichts. Ich meine, er hat ja an sich keinen Grund mehr, was zu tun, weil ich tu ihm ja nichts, ne? So. Das wäre so meine. Meine Theorie. Das heißt ja bei den Drachen nichts. Oh nein. Jetzt legt er los. Und haut wieder ab. Nee, er dreht wieder zu. Oh nein. Oh nein. So, aber haut wieder ab. Scheinbar war das seine ganze Aktion eventuell. Na super. Komplett kaputt gemacht, den Kram hier. Mann. Huch. Ach man, jedes Mal wieder. Jedes Mal wieder. Ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt machen soll. Oh nein, der haut das Ding kaputt. Ja, mein Military-Berater soll mir nochmal sagen, was ich dagegen machen soll. Ich könnte jetzt hier so ein Dings bauen. Und noch so ein Dings. Und dann fackelt er mir trotzdem mal die ganzen Sachen ab hier. Jetzt haut er ab, ne? Jetzt, wo ich was hinbaue, ne? Haut er ab. Das hier soll noch demolished werden. Solange da nichts gebaut wird.
Er ist verschwunden. Oha, oha. Jetzt verbraten wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen unseren Stein. Das ist ganz gut. Sonst sitzen wir rum auf den Stein und stimmt ja alles. Das haben sie schnell genug retten können, scheinbar. Sag mal, wie langsam verdienen wir eigentlich Holz und wie schnell kriegen wir Steine? Das ist unglaublich. Ist incredible. Incredible. Es wird auf jeden Fall eine riesige Mauer gebaut. Und dieser Turm wird ja auch immer größer. Können wir den noch einen höher bauen? Die Dinger werden auch noch nicht mal besetzt, weil wir nicht genügend Worker haben. Sehr gut. Das ist alles super hier. Und bitte noch so ein Ding bauen. Wir brauchen die Worker. Schnell, schnell. Der Drache hat uns, naja, ein bisschen Nahrung gekostet, ansonsten. Ansonsten geht's. Also ich hab leider schon ein Video von irgendeinem anderen YouTuber gesehen. Da können auch noch tatsächlich irgendwelche Barbaren kommen über, oder Wikinger kommen über das Wasser. Deswegen ist es eigentlich voll bescheuert, dass ich diese Mauer hier gebaut habe, weil... Die verteile ich jetzt, dieses kleine Stück. Die werden nicht hier landen. Wenn sie von hier unten kommen, dann lasche ich vielleicht hier rüber. Aber wenn sie von hier kommen, da bin ich ungeschützt wie sonst was. Will ich tatsächlich hier vielleicht nochmal so eine Mauer bauen? Klingt gar immer so doof. Hier ist die Mauer, dann werden zwar draußen vielleicht die... So... Machen wir das so. Damit wir auch ein bisschen Struktur reinbekommen, damit wir auch wissen, wie wir unsere Welt so weiter bearbeiten können, weil wir müssen uns ja irgendwann eine Mauer um das Teil rumbauen. Das ist ja jetzt schon mal logisch. Und dann können wir danach noch vielleicht so eine Zweitkolonie aufbauen, da auch nochmal eine Mauer drum bauen und so einen Weg dahin. Aber vorerst brauchen wir erstmal eine Mauer um das Ding rum. Und dann gehen Wege raus, wie das halt damals auch tatsächlich war. Oh Gott, jetzt haben wir auch noch eine Plage hier. Aber wir haben ja zum Glück vorgesorgt. Und Todd Sample hier schon am Start. Der losläuft und die Leute hier heilt. Scheint auch gut zu laufen. Die laufen dann einfach hin, ticken die an. Ja, und dann sind sie wieder gesund. Wenn das nur mal im normalen Fall auch so einfach wäre. Wunderbar. Sehr cool. Auch das haben wir überlebt. Ja, der mag den Smoke tatsächlich. Oh, wir haben nur noch 64 Happiness. Scheiße. Was ist denn da los? Ach, der mag den Quarry-Lärm da nicht. Ja, das ist ja ungehört. Jetzt brennt das hier wieder. Los, lösch den Bums. Ich finde das geil, wie so die gesamte Gemeinschaft des Dorfes... Wow. Mann, sag mal. Losläuft und das versucht zu
zu löschen. Was letztendlich ja nicht viel bringt, wie man merkt. Trending towards 79. Okay, das wird also wieder besser. Immerhin. Schwerer Regen zerstört hier auch nochmal zwei von den Feldern. Geil. Lustig wäre auch, wenn jetzt hier Leute vom Blitz erschlagen werden würden. So zack und plötzlich ist Todd Peters plötzlich weg. Wir haben schon ganz gut, eine ganz nette Besteuerung momentan. So machen wir das. Oh, jetzt haben wir gar keinen Stein mehr. Ui. Oder fast keinen Stein mehr. Ja, Jungs, ihr werdet hier gut gebraucht plötzlich, ihr Steinarbeiter. Schon wieder eine Plage hier am Start. Los, Jungs. Da ziehen sie diese schwarz angezogenen Leute los. Ticken sie an und alles ist wieder bestens. Oh. Aber Nahrung kriegen wir auf jeden Fall wunderbar voll. Ist ein guter Move hier. So, Eisenmine. Haben wir irgendwo ein Eisendings? Ja, hier hätten wir eins. Ist das jetzt so wichtig? Oha, das ist ein großes Teil. Mama. Ich will schon gern noch die Mauer ein bisschen höher haben. Wir dürfen uns halt nicht zu übernehmen mit den Kosten so. Lalalala, plötzlich laufen hier alle rüber. Oh, sind das viele. Da. Ja, hier, zack, holt den Stein. Oh, nochmal zwei. Oh, nochmal zwei. Zack. Oh, Alter. Stein kostet so ein Ding. Kacke. Sonst hätte ich hier erst die neben dem Tor. Ah, ich hätte auch erst die neben dem Tor größer machen sollen. Was kostet eigentlich das Tor? 40. Ach du Scheiße. Ein teures Unterfangen. Jetzt sind wir nach unten ein bisschen abgeschützt. Oben auch ein bisschen, aber noch kein Schutz. Jetzt haben wir so viel Holz. Das ist unglaublich. Können wir hier eine neue Wohnsiedlung anlegen. Hier draußen. Huch. Nee, ich wollte hier eine Road bauen. Warum baue ich die da? Nein. Och man, verklickt. Und schon wieder verklickt. Und nochmal verklickt. Sache mal.
So. Oh, kurz entspannten Brunnen hier hinsetzen. Zack, fertig. Leute sind zufrieden. Haben wir ordentlich Platz wieder. Zwar nicht so enorm viel, aber wir haben erstmal ein bisschen Holz losgekriegt. Nö, ich möchte mein Dorf nicht noch mehr besteuern. Die sind ja schon gut dabei. Und noch reicht das Geld, ja. Ah, wir hätten nicht so viele Häuser bauen sollen. Jetzt habe ich so viele Häuser gebaut. Und jetzt haben wir kein Holz mehr, um die Verteidigungsanlagen zu bauen. Ach man, es ist immer... Irgendwas ist ja immer. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die Verteidigungsanlage aufgebaut, die ich gerne haben wollte. Ist doch schon mal etwas. Mich stört ein bisschen, dass man hier keinen Turm draufsetzen kann. So als letzte Bastion so. Wo können wir immer ein bisschen hier verteidigen? Die verteidigen so ein bisschen da in der Mitte. Das überschneidet sich fast. Ist ganz gut. Brauchen wir hier noch was, das hier den Bereich verteidigt. Und dann sind wir eigentlich relativ safe. Ich weiß ja nicht, wie viel Damage die machen. Das könnte ganz gut sein. Huch, wird denn das auf einmal so laut hier? Und an sich ist es gar nicht so doof, noch ein paar davon zu behalten, weil im Prinzip kriegt man ja trotzdem Nahrung raus. Und wenn man so kleine Plätze hat, wo man sowieso nur die Dinger hinbauen kann, dann lohnt sich das ja auch nicht noch mehr, die einfach da zu lassen und dann die Nahrung nicht mitzunehmen, ne? Aber es wächst doch langsam alles hier so vor sich hin, das ist auch ganz schön hier. Jetzt haben wir 80er Happiness, sehr schön. Jetzt brennt unsere... Was passiert eigentlich, wenn das kaputt geht? Your key was demolished by... Ja, und jetzt kommt auch noch eine Plage. Ja, klar. Die löschen gerade und dann... Jetzt haben die Hunger. Was ist denn jetzt hier los? Was ist los bei dem? Jetzt geht's ihm wieder gut. Es brennt auch nicht mehr. Meine Güte. Was ist denn los mit dem Dude? Hat er dieses Zeichen da über dem Kopf? Ja, noch genug Nahrung. Eigentlich. Theoretisch. 47 Idle Villager. Scheiße, was ist jetzt los? Großartig. Oh nein, einer meiner Leute ist gestorben. Aufgrund der Plage. Oder aufgrund der Krankheit. Too far away or non-available. Also, too far away kann ich mir noch vorstellen, aber nichts verfügbar ist ein bisschen blöd. Ein bisschen Schwachsinn.
bauen wir da direkt noch eine hin. Haben wir noch genug für, warte mal, Baker? Tavern wollte ich eigentlich bauen, aber haben wir jetzt nicht genug Holz für. Und ich sehe auch gerade, von der Zeit hier, passt das eigentlich auch wieder, um den Part zu beenden. Das würde ich jetzt auch einfach machen, so. Ich bin mal so frei und würde sagen, mit dieser wunderschönen Aussicht auf unser doch relativ feines Städtchen mittlerweile, würde ich euch entlassen in die, was auch immer, nächtliche Ruhe, tägliche Unvernunft oder was auch immer. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.